Hallo und willkommen zu Part 5 des Java Tutorials. Heute werde ich euch die While-Schleife beibringen, was man mit der machen kann und wie sie funktioniert. Und dazu habe ich bereits erstellt ein Projekt mit dem Namen While und eine Main-Klasse und Void. Hier drinnen werde ich jetzt eine While-Schleife erstellen. Zuallererst einmal die While-True-Schleife. Also while in Klammer true und den Codeblock. In einer While-Schleife wird immer in der Klammer abgefragt, ob ein Statement wahr ist, also true in dem Fall. Und falls es so ist, wird der Codeblock ausgeführt. Nachdem dieser ausgeführt wurde, wird wieder überprüft, ob der Inhalt der Klammer wahr ist und der Codeblock wird nochmal ausgeführt. Solange bis der Codeblock nicht mehr wahr ist. Und in dem Fall hier ist der Codeblock immer wahr und deswegen ist es eine unendliche Schleife, die While True. Hier drinnen können wir jetzt etwas machen, zum Beispiel System.out.println Hallo. Und wenn wir dieses Programm ausführen, gibt er uns so lange Hallo aus, bis wir das Programm manuell stoppen. Wir können jetzt auch eine Variable machen, die auf 100 setzen, while i größer 0, also solange i größer als 0 ist, soll er das wiederholen. Und gleichzeitig setzen wir in der Schleife i immer um eines weniger. Und um das zu veranschaulichen, zeigen wir i an in der Konsole. Wir sehen also, er weist zuallererst i zu auf den Wert 100. Dann überprüft er, ob i größer als 0 ist, schreibt i in die Konsole und zieht einen Wert von i ab. Und das wiederholt er dann so lange, bis i 1 ist. Und da i dann 1 ist und nicht mehr größer 0, geht er aus der Schleife heraus. Und das war eigentlich auch schon die While-Schleife. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit Strings und Floats und Doubles und alles Mögliche. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.